Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und ganz aktuell die News zum Anfang, damit ihr euch auch vorbereiten könnt. Heute Abend ist die nächste Spotlight-Stunde, also die nächste Rampenlicht-Stunde, wie auch immer man die nennen mag. Letzten Dienstag war das ja, glaube ich, da ist die erste Spotlight-Stunde gewesen mit Onyx. Dieses Mal, eine Woche später, steht das Pokémon Spoink im Vordergrund, das es ja auch als Shiny gibt und angeblich sollen die Spawns deutlich verbessert worden sein. Viele haben sich ja beschwert bei Onyx, das war zwar eine Stunde lang vermehrt da, aber vermehrt hieß, dass man in der einen Stunde vielleicht drei oder vier angetroffen hat. Das war natürlich nicht die Creme de la Creme, das wurde alles überarbeitet. Heute Abend gibt es also Spoink. Wenn es so weitergeht, wird es also wohl jetzt jeden Dienstag stattfinden. Dann habt ihr nicht nur Mittwoch immer die Rage-Stunde und Dienstag das Spotlight. Dann habt ihr auch noch Donnerstag jedes Mal diesen Mystery-Bonus, also dass ihr fast jeden Tag eine Veranstaltung oder ein Event habt, was eine Stunde geht. Das ist auf jeden Fall krass. Das erinnert an die WWE, die fast an jedem Wochentag immer eine Sendung gebracht haben, wo ihr wusstet, Montag kommt Raw, Donnerstag kommt SmackDown, dann kommt zwischendurch Heat, dann kommt Velocity, dann kommt, keine Ahnung, alles Mögliche auf jeden Fall. Afterburn habe ich noch vergessen. Heute Abend also Spoink von 18 bis 19 Uhr. Werdet ihr da rausgehen? Werdet ihr Spoink sammeln? Ich brauche es eigentlich nicht. Ich habe einen 100er, ich habe einen Shiny, beziehungsweise ich habe zwei Shiny. Das müsste ich noch entwickeln. Ja, ich muss weitermachen mit Generation 3, 4, 5 mit meinen Entwicklungsfolgen. Dann bin ich da auch durch. Ich brauche es also nicht. Aber ich sage natürlich, wer es schon hat, der hat keinen Stress. Wer es noch nicht hat, der hat die Chance darauf und wer sowieso alles mitnimmt, der freut sich natürlich, dass es ständig irgendwelche neuen Sachen gibt. Jetzt wollen wir aber nochmal über das Sinnoh-Event reden, das ist ja seit gestern Abend 22 Uhr vorbei. Direkt 22 Uhr, als das vorbei war, ist gleich die Pokémon Go Battle League nachgerutscht. Ihr könnt jetzt also in der Hyperliga kämpfen. Habt ihr schon Kämpfe gemacht? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich habe noch gar nichts gemacht, weil ich bin ja immer noch Rang 8, wenn ich jetzt verliere, rutsche ich vielleicht ab oder so, weiß ich nicht. Ich bleibe einfach auf Rang 8 stehen, solange es da jetzt keine neue Belohnung gibt oder irgendwas, sehe ich da gar keinen Grund drin zu kämpfen. Denn Spaß macht das Ganze nicht wirklich, wenn es meistens eine Glückssache ist. Können ist auch nicht vorhanden von meiner Seite aus. Deswegen, jetzt geht es aber über das Sinnoh-Event nochmal. Wir wollen nochmal schauen. Ich habe ja ein paar Folgen gemacht, wie ich Eier gebrütet habe. Aber das war nicht alles. Ich habe mehr Eier gebrütet. Ich habe nicht alle gezeigt. Und was noch so aus den Eiern gekommen ist, gerade auf den zweiten Accounts, möchte ich euch jetzt zeigen und wie das möglich war. Angefangen hier mit einem Shiny Magpie. Das kam auch noch raus, das muss aber schon noch ein altes Ei gewesen sein. Ich habe nämlich dann immer alle 7er Eier, die drauf waren, weggebrütet. Ein Shiny Magpie aus der Nähe von Budapest, Ungarn. Hat sogar relativ gute IV. Ihr seht, das ist ein roter Account, nicht wundern. Dann gab es noch ein Shiny Knospi auf einem blauen Account aus Wien, Österreich. Wer das geschickt hat, der fühlt sich jetzt bitte mal angesprochen. Danke auf jeden Fall und Grüße gehen raus nach Österreich für das Shiny Knospi. Dann gab es ein Pantimimi, das ist kein Shiny, aber es ist einfach mal ein 100% Pantimimi, auch auf dem blauen Account aus Hildburghausen, Thüringen. Dann haben wir ein Shiny Shinux, ihr habt ja eins in der Sendung gesehen. Das ist aber nicht das, glaube ich. Hier auf jeden Fall ein Shiny Shinux. Auf einem blauen Account. Hier haben wir ein weiteres Shiny Shinux, auch auf einem blauen Account, sogar ein 98er. Ihr seht hier 497 WP, ihr wisst 500 ist das 100er. Dann haben wir ein Mobile, kein Shiny, aber auch wieder ein 100%iges aus Suhl, Thüringen. 100% Mobile mitgenommen, 744 WP, Shiny Bronzel war am Start. Auch aus Schleusingen, Thüringen, auch relativ gute IV. Dann ein Mantirps, wieder kein Shiny. Was kann das wohl bedeuten? 100% Mantirps in der Nähe von Wiener Neustadt, Niederösterreich, Österreich. Also die 100er kommen alle aus Österreich, wie man sieht. Das nächste Shiny Bronzel, nicht so gute IV, aber aus Basel, Stadt, Schweiz. Das ist, glaube ich, vom Krypto Saphir sogar gewesen. Dann haben wir das nächste Shinux, auch als Shiny, aus Meiningen. Auch nicht so gute IV. Das nächste Bronzel, also ihr wisst ja, was häufig geschlüpft ist. Bronzel, Shinux sind häufig geschlüpft, auch Barmelin und alles, aber
Wenn da gerade kein 100er kam, muss man das nicht mit reinnehmen. Shiny gab es davon ja nicht. Habt ihr hier auch Hildburghausen, auch 15 Verteidigung. Noch ein Shiny Bronzel hinterher, auch aus Hildburghausen. Noch ein Shinux hinterher. Also ich glaube, ich muss so einen Counter hier einblenden, wo man das immer sieht, wie viel von welcher Sorte wo geschlüpft ist. Auch aus Hildburghausen, sogar mit 15 Angriff, noch ein Shiny Knospi, so bekommt das auch mal wieder einen Punkt dazu. Aus Cottbus, Brandenburg, richtig genial, noch ein Shiny Mobi, wenn wir schon das 100er haben, muss das Shiny auch hinterherkommen. In der Nähe von Frankenblick, Thüringen, 15 Verteidigung, das nächste Shiny Shinux. Deswegen habe ich ja dann auch im Video, als das Shinux kam, gesagt, okay, ich glaube, das Shiny, Shinux, werde ich einfach raushauen, werde ich verkloppen. Wer gestern Abend den Livestream verfolgt hat, der weiß auch, wer gewonnen hat. Beziehungsweise gab es zwei Gewinner. Warum es zwei Gewinner gab, wisst ihr, wenn ihr den Livestream nachverfolgt, nach dem Natururin-Video am Anfang, wurde nämlich die Verlosung gemacht. Wer es nicht verfolgt hat oder keinen Bock hat, sich die zwei Stunden anzugucken nochmal, werde ich dazu extra nochmal ein Video dann veröffentlichen, sobald die Gewinner auch ihre Shinies bekommen haben, mit Beweis, mit Screenshot, dass sie das erhalten haben und wo die sich vielleicht nochmal bedanken, je nachdem, damit ihr seht, das hat alles Hand und Fuß. Ich bin kein Simon Desio, der sagt, er verlost 1000 Euro und das seien Fans, wenn die alle hier hingehen und das machen und hier und da kaufen. Und dann hat er einfach das Geld nie ausgezahlt und nie einen Gewinner bestimmt und den Leuten ist es nicht mal aufgefallen. Also, wenn ich sage, ihr kriegt einen Shiny, dann kriegt ihr das auch und aus einem wurden sogar zwei. Warum? Seht ihr alles noch? Werde ich auch nochmal ein Video dazu machen. Das hier auf jeden Fall in der Nähe von Moskwa, Russland gefangen, also nicht gefangen, auch gebrütet. Dann ein nächstes Shiny Bronzel dabei aus München, Bayern. Ein Wadribi, kann ja nur eins heißen, ein 100er aus Bad Rodach, Bayern. 100er Wadribi geschlüpft auch. Das Ding hat auch extrem genervt, aber ein 100er mitgenommen. Und jetzt kommt das absolute Highlight. Deswegen ist hier der Ladebildschirm, denn was ist noch geschlüpft? Ich habe es schon, glaube ich, irgendwo angekündigt. Ein 100%iges Shiny habe ich auch bekommen. Und das seht ihr hier. Ein Shinux. Ein Shiny Shinux und nicht irgendeins. Vorhin hatten wir das 98er. Ihr habt hier einfach mal ein 100% Shiny Shinux. Richtig brutal auf jeden Fall. Aus Frankenberg, Eder, Hessen. Wer auch immer daherkommt, schreibt es mal in die Kommentare, von wem könnte das Ei gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr, vielleicht wisst ihr es noch. Schreibt es rein, richtig genial, 100% Shiny Shinux. Das machen wir jetzt aber auch mal zu. Und während die App startet, wir wollen noch mal kurz dann auch über das Event reden, was ich davon halte, meine eigene Meinung darüber, auch über die kommenden Events, die noch kommen werden. Am Freitag startet ja, glaube ich, schon das Valentins-Event. Dann ist ja auch der Pokémon Day Ende Februar und bei beiden Events gibt es natürlich wieder Shinies aus Eiern zum Brüten. Genau wie jetzt eben Riolu zum Brüten war. Wir gehen nochmal ganz kurz zu Riolu. Da gebe ich hier einfach mal Riolu ein und zeige euch da noch was Feines. Riolu. Aber nicht nach WP sortiert, sondern nach Funddatum. Neben etlichen Riolu, die gebrütet sind, ich glaube, ich hatte vorher 2, jetzt habe ich 20 und ihr seht, 2 Shinies sind dabei. Die habe ich aber nicht selber gebrütet, die habe ich auf dem Zweit-Account auch wieder gebrütet, habe mir die dann rübergetauscht. Das hier habe ich mir zum Beispiel rübergetauscht, das ist zum Glück nicht lucky geworden, denn ich möchte ja immer das Shiny so haben, wie es ist, ohne diesen störenden, nervenden Lucky-Hintergrund, weil der komplett von der Farbe ablenkt. Ihr seht das hier, da kommt dieses schöne Gelb von dem Riolu kaum noch durch, weil das extrem überblendete, ausgebrannte Schimmern von dem Lucky-Hintergrund so penetrant und nervig ist, dass ihr das kaum... ja, ihr seht's, aber ihr wisst, was ich meine auf jeden Fall. Ich find's nicht schön, obwohl Riolu natürlich ein Pokémon ist, was man gerne mal mit guten IV mitnimmt. Und was sagen uns die IV hier? Das kommt aus Stuttgart, Baden-Württemberg und ist sogar ein 98er, aber bei meinem Glück natürlich wieder keine 15 Angriff. Ich wollte ja schon immer eigentlich ein
ein Lucky Riolu mit mindestens 15 Angriff zum Hochziehen. Das hat natürlich keine 15 Angriff, ist aber ein Lucky. Das erste übrigens kam aus Fort Lee, New Jersey, USA, aus einem Ei, hat aber schlechte IV. Das war eigentlich besser, ist natürlich dann beim Traden schlechter geworden. Und damit das nicht mehr so hässlich aussieht und ich ja immer die ganzen Familien sammle, werden wir das jetzt auch erstmal entwickeln. Vielleicht, wenn es dann größer ist, stört der Hintergrund nicht mehr so. Und wenn der Hintergrund immer noch stört und mir nicht gefällt, muss ich auf jeden Fall irgendwann nochmal ein Shiny Riolu bekommen. Das gibt es ja weiterhin in den 7er Eiern, denke ich mal, vielleicht auch in den 10ern. Obwohl der 10er Eierpool ist ein bisschen undurchsichtig gerade. Wir entwickeln jetzt einfach mal das Shiny Riolu zu Shiny Lucario, damit ich eben beide Einträge habe, aber um wirklich 100% satisfied zu sein, um 100% zufrieden zu sein, brauche ich natürlich noch ein Lucario, was nicht lucky ist als Shiny. Hier. Das sieht immer noch so schön blendend aus im Hintergrund. Ich mag das nicht. Ich finde das so schön, wenn ihr euch das Riolu anguckt. Da ist der Hauptaugenmerk wirklich einfach auf das Pokémon gelegt. Aber bei dem Lucario jetzt, ich kann mich damit einfach nicht anfreunden, ich weiß nicht. Ihr habt da bestimmt eine andere Meinung. Ihr wärt froh, wenn ihr überhaupt eins hättet. Und dann wärt ihr froh, wenn es Lucky wird. Oder wie Hong, der sammelt ja alle Shinies natürlich als Lucky. Ich finde sowas halt kacke. Ich finde sowas traurig. Ich hätte das gern einfach, selbst wenn es 0% IV hätte. Mir doch total egal, Hauptsache ein Shiny Lucario in seiner vollen Pracht. Ist leider nichts geworden. Konda und Aurasphäre, da kenne ich mich auch nicht mit aus. Da werde ich wahrscheinlich Steigerungshieb drauf knüppeln. Hat halt relativ hohe IV. Vielleicht könnte man das trotzdem einfach mal hochziehen, um anzugeben. Müssen wir aber jetzt nicht unbedingt. Jetzt gehe ich aber hier wieder raus. Hier das immer noch Beste. Das habe ich vom Gabriel bekommen, also vom Krypto Saphir für die Superliga. Und das ist das einzige Lucario, was ich jetzt habe, was unter 1500 hat. Was man also für die Superliga nehmen kann. Und das Gute ist, das hat sogar eine zweite Ladeattacke schon gehabt. Das war das allererste Pokémon mit einer zweiten Ladeattacke. Habe es auch PvP Gabriel genannt, damit ich immer weiß, dass das seins ist. Mit Spukball bekommen und Steigerungshieb. Richtig genial. Jetzt aber noch kurz zum Event. Es wurden ja natürlich schon Sachen bekannt gegeben über das Event. Details hin und her beim Sinnoh-Event. Das Shiny Riolu scheint wohl wirklich sehr selten gewesen zu sein. Ich habe in den diversen Gruppen, wo ich bin, 3 Leute gesehen oder so, die eins gebrütet haben. Und normalerweise ist das so, wenn jetzt das Weihnachtsevent losgeht, Shiny Pichu mit Beanie ist in den Eiern oder so, dann geht's den ganzen Tag, Shiny Pichu hier, Shiny Pichu da, Shiny Pichu tralala. Und meistens laufen die anderen Events ja auch länger, die gehen vielleicht das Weihnachtsevent oder so, sagen wir mal 2 Wochen. In den 2 Wochen siehst du so an die 40 Shiny Pichus mindestens mit Mütze aus Eiern gebrütet. Jetzt gab es natürlich mehrere Probleme. Nicht nur, dass das so scheiß selten war. Ihr hattet auch so viele Hindernisse zu überwinden. Bei dem anderen konntet ihr natürlich einfach Stops drehen, habt Eier bekommen, habt die Eier ausgebrütet. Es lag an euch selber, wie viel Brutmaschinen ihr nutzt, wie viel Geld ihr reinsteckt sozusagen, damit ihr unendlich viel Eier brüten könnt, wieder Stopp gedreht, Eier gebrütet, Stopp gedreht, Eier gebrütet. Bei den 7er Eiern ist das natürlich immer ein Problem, da ihr den nur aus Geschenken bekommt. Nicht jedes Geschenk hat ein Ei abgeworfen. Das war wirklich mies. Es war zwar so, dass an jedem Stopp ihr ein Geschenk bekommen habt, aber zum Verteilen halt und ihr auch relativ oft viele Geschenke bekommen habt und dann auch groß die Ankündigung, aus Geschenken können bis zu 2 Eier kommen. Das war ja wirklich cool, da hat man sich gefreut. Wenn man dann aber 8 Geschenke aufmacht, hätte theoretisch schon 16 Eier dann im besten Fall und ihr habt nach den 8 Geschenken trotzdem gerade mal 3 Eier, dann denkt ihr euch auch, wow, was für eine Verschwendung. Dann war relativ schnell das Limit erreicht von den 20 Geschenken. Ihr konntet keine mehr öffnen. Ihr habt keine Eier mehr bekommen. Ihr habt an einem Tag vielleicht gerade mal 4 7er Eier gehabt. In den 4 7er Eiern war dann 4-mal Barmelin drin oder 4-mal Vadribiel. Ihr habt gedacht, toll, so ein Schwachsinn. Und ihr wurdet jedes Mal darauf reduziert. Ihr konntet ja nichts machen. Ihr wurdet ausgebremst. Ihr habt
nicht nur, dass ihr dieses beschränkt seid auf 20 Paketöffnungen, dann war der beschränkt, dass nicht überall was rauskam, dann war der Eierpool trotzdem auch mit Müll zugespammt, sagen wir mal. Da waren Sachen drin, die wirklich niemand gebraucht hat und zusätzlich war die Chance, ein Riolu zu bekommen, ein Shiny Riolu, meiner Meinung nach halt jetzt nicht so hoch, was man sich dann, was so deutlich durchkam durch diesen extrem begrenzten, verkürzten Eventzeitraum auch. Hätten die das eine Woche laufen lassen, hätten die das 2 Wochen laufen lassen, die hätten sich doch trotzdem eine goldene Nase verdient. Die hätten eine Woche lang dieses Event gemacht, die Leute, die hätten reingecashed wie sonst was, die wollten alle unbedingt Shiny Riolu haben. Wenn das unbegrenzt gewesen wäre aus 2er Eiern, was hätten die für Umsätze gemacht? Ich verstehe nicht, wieso sie das jetzt wirklich also in 7er Eier gepackt haben, wo sie gar nicht so viel Umsatz machen können, weil die Leute ja eben nur 20 öffnen und das war's. Und dann müssen sie warten. Sie haben am Tag so viel gemacht und das war's. Sie hätten viel mehr gemacht, meiner Meinung nach. Und dann habt ihr natürlich wegen einem längeren Zeitraum auch mehr Chancen. Und es liegt dann an euch selber, wie viel ihr macht. Aber Niantic fand ich nicht schön, diese Entscheidung fand ich nicht gut. Bei den anderen Events gut, dann sagt man ja 2er Eier, wenn ich da jetzt eine Brutmaschine für nehme, eigentlich sind die ja schnell ausgebrütet, wenn ich einen super Brüder nehme und das dann ausbrüten lasse, das ist ja eigentlich Verschwendung, aber dann kommt der Geiz durch, nee, nicht der Geiz, die Gier. Die Gier kommt durch und man nimmt einfach die Superbrutmaschinen, um ein 2er-Ei in 1,6 auszubrüten oder 1,3, ich weiß es gar nicht, wie viel das dann immer verkürzt. Und dann sitzt ihr da, habt da 1000 Euro in die Brutmaschinen reininvestiert und dann habt ihr vielleicht euer Shiny und seid glücklich, aber zu welchem Preis halt? Und bei Riolu war es eben jetzt richtig mies. Diverse Seiten haben berichtet, ca. 150 Euro müsstet ihr investieren, um überhaupt die Chance auf ein Riolu zu haben, wobei ihr dann 700 Eier brüten müsstet, aber ihr gerade mal so 150 Eier geschafft habt, im Höchstfall durch das tägliche Limit. Ist also sehr komisch gelaufen, keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Bei mir hat es auch nur geklappt, mein Geheimnis natürlich wie immer 2 Accounts. Bei dem großen Account habe ich von Weihnachten immer noch Coins drauf gehabt. Ich habe also gedacht, gut, du hast so viele Coins drauf, was willst du machen? Momentan gibt es eh keinen interessanten Raid-Boss. Du brauchst dir keine Raid-Pässe kaufen eigentlich. Wenn die Raid-Days kommen, gibt es wieder 5 freie Pässe. Dann hast du aber auch deine anderen Accounts. Da hast du auch überall dann 5 freie Pässe drauf. Du kannst also mit verschiedenen Accounts einfach mal den Raid-Day begehen, bis du irgendwo ein Shiny hast. Kannst du das wieder rübertauschen. Da brauchst du nicht gerade von Nidorino oder sowas mit Partyhut. Warum sollte man da 20 Raids und mehr machen, nur um ein Shiny zu bekommen? Da lieber 5 Gratis-Pässe, Account wechseln, 5 Gratis-Pässe, Account wechseln, 5 Gratis-Pässe, Account wechseln. Ihr habt nichts ausgegeben, habt trotzdem vielleicht ein Shiny bekommen, könnt es euch noch rübergeben. So mache ich das immer, deswegen freue ich mich, wenn es ein neues Shiny gibt, was auch im Raid sein kann. Gerade wie jetzt Hippopotas oder so. Wenn ich kleine Accounts habe, dann mache ich halt einen Hippopotas-Raid mit dem täglichen Pass. Der kostet nichts. Ich habe trotzdem die Chance auf ein Shiny. So habe ich es auch bei Traunfugil damals immer gemacht. Oder bei Shinux oder bei anderen Sachen. Alle 3 Shinux, die ich damals bekommen hatte, habe ich eben aus einem Raid bekommen. Vom Bufing-Account. Ich habe mit dem Shinux-Raids gemacht und in einer Woche habe ich 3-mal ein Shiny bekommen. Habe ich mir alle rübergetauscht auf den großen und war durch. Jetzt also komisch, ich verliere immer mehr den Faden. Worum es überhaupt geht. Ich habe natürlich wieder mit 2 Accounts auch gearbeitet und da war das Gute, mit denen mache ich ja nie was. Das Einzige, was ich mit denen mache, ist den täglichen Raid spielen und die dann in eine Arena setzen auch. Jetzt habe ich dann 6 gelbe Accounts, 6 blaue Accounts, 6 rote Accounts und gerade bei den kleinen, bei den Halloween-Accounts, die ich mir beim Halloween-Event zugelegt hatte, um die Starter mit Halloween-Kostüm als Shiny zu bekommen, die in den Raids waren, waren mittlerweile 5.000, 6.000 Coins drauf, also war es ja was Einfaches, dort eine Abenteuerbox zu kaufen, Brutmaschinen abzusahnen. Ich musste kein Geld aufladen auf dem Großen, ich musste nicht reincashen. Ich habe einfach die Coins, die Gratis-Coins aus dem Spiel genommen, die ich aus den Arenen hatte, habe bei dem Account eine Box gekauft, dann konnte ich schön alle Geschenke öffnen, eine ganze Ladung reinmachen, 7er Eier, 4,7 Kilometer. Wenn die alle aufgegangen sind, keine Eier mehr da waren oder das Limit erreicht war, auf den nächsten Account gewechselt, Box gekauft, ohne Geld auszugeben, wieder Geschenke aufgemacht, Eier reingetan, bam. Und so durchweg, quer durchs B, die ganzen Accounts durchgerotzt. Das ist also eine gute Sache, das kann ich jedem nur empfehlen.
wer sich das antun möchte. Manche sind mit einem Account schon überfordert, ich weiß. Aber ja, das hat eben zum Erfolg geführt. 2 Shiny Riolus bekommen. Leider muss man die sich dann immer rübertauschen, weshalb man natürlich der Gefahr läuft, dass das Lucky wird. Aber wenigstens 2 Stück bekommen, besser als gar nichts. Und jetzt kommen natürlich die nächsten Events. Am Freitag, wie gesagt, fängt ja der Valentinstag schon wieder an. Da gibt es dann wieder Vonera als Baby-Shiny. Was ich aber gut finde, dass es Chanera wild dann direkt schon als Shiny gilt. Bei allen anderen Babys war es ja eigentlich so, ihr musstet das Baby brüten und dann durchentwickeln. Und gerade wenn ihr jetzt Elekid oder so seht, ihr müsstet theoretisch 3 Shiny Elekid brüten, dass ihr Elekid, Electek und Elevoltek habt. Bei Chanera ist es aber das Gute, es reicht, wenn ihr ein Vonera brütet als Shiny. Weil ihr könnt ja das Chanera wild als Shiny bekommen, was meiner Meinung nach dann leichter ist. Da könnt ihr ja direkt selber bestimmen, wenn ein Hytera irgendwo sitzt, ja, das tippe ich an und entweder ist es Shiny oder nicht, während ihr bei den Eiern immer auf gut Glück, was kommt raus? Hauptschule, ihr wisst nicht, was rauskommt, egal. Aber so könnt ihr einfach 2 wilde Chanera fangen, 1 entwickeln und braucht nur 1 brüten. Und ich hoffe, dass sie die nicht wieder in die Siebner Eier packen. Ich hoffe beim Valentins, dass die wieder 2er Eier machen und sagen, wir haben da wie beim Pichu, wir haben da wie beim Wampel. Wir packen das alles in die 2er Eier rein. Ihr könnt da alles mitnehmen, was ihr wollt. Und wenn ihr ein Shiny habt, dann gut, dann freuen sich die Leute. Und dann kommt ja danach auch noch der Pokémon Day. Also zum Jubiläum der Pokémon Day wieder mit den 3 Startern, auch aus Eiern, auch als Shiny mit Partyhüten. Und ich hoffe, das machen sie auch als 2er Eier, sonst sehe ich nämlich schwarz. Ich habe jetzt so viel rumgehasselt hier bei dem Event mit Riolu. Das war meiner Meinung nach trotzdem einfach das Schwerste, was es bisher gab, durch diesen begrenzten Zeitraum, durch die Siebner Eier, durch das Limit, durch den nicht garantierten Eiabwurf aus den Geschenken, durch die Seltenheit. Das hatte ich noch nie. Meiner Meinung nach das schwierigste, stressigste Event gewesen, das Sino-Event, wenn man wirklich auf Shiny Riolu Jagd war, auf Suche war. Ich hoffe, das Valentins-Event wird entspannter, wird chilliger, geht ja auch länger. Und dass sie das in die 2er Eier packen, dass das ein bisschen erhöht ist. Ebenso wie andere Sachen mit Partyhut, die man eben eher gebrütet hat. Wir sind aber gespannt. Wie hat es euch gefallen? Wie fandet ihr das Sino-Event? Habt ihr ein Shiny Riolu bekommen? Schreibt es mal in die Kommentare. Und freut ihr euch schon auf das Valentins-Event? Freut ihr euch auf den Pokémon Day? Schreibt mal alles rein. Pokémon Day, da gibt es so viel gleichzeitig wieder, man weiß überhaupt nicht, was man machen soll. Ihr könnt dann da Wild fangen, da Raids machen, da Eier brüten. Dann habt ihr da nochmal einen Raid Day, also pff, mir platzt schon jetzt der Kopf, wenn ich daran denke. Aber erstmal Valentins Event, wo Nera kann kommen, Chanera kann kommen. Das war es ja eigentlich, plus dem Raid Day mit Schlurp, aber das wird wieder eine feine Sache. Da könnt ihr euch ja drauf konzentrieren, eine kleine Tour zu machen, die Raids zu machen, bam, 5 Pässe reinzuhauen. Der Pokémon Day wird noch stressiger, aber erstmal Valentinstag, ist bestimmt entspannt, ist Urlaub im Gegensatz zum Sino-Event, meiner Meinung nach. Wie ist eure Meinung? Lasst es mich wissen. Das war's von meiner Seite aus. Viel zu viel geredet schon wieder. Wichtig ist eigentlich nur der Anfang, die Ausbeute und das Shiny Lucario, was wir gebrütet haben. Den Rest müsst ihr euch ja nicht antun. Wir sehen uns beim nächsten Mal auf jeden Fall. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.